Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Kalkhof Agato XXL 27 vor. Wir haben es hier mit einem Trekkingbike zu tun, was sich vor allen Dingen für Touren und alltägliche Strecken eignet. Der Rahmen ist aus Aluminium, ist so gebaut worden, dass ihr wirklich sehr komfortabel auf dem Fahrrad sitzt, was natürlich nochmal durch den sehr bequemen Sattel natürlich unterstützt wird. Wir haben ja außerdem ein Vorbau, der sich im Neigungswinkel verstellen lässt. So könnt ihr entscheiden, ob ihr ein bisschen sportlicher sitzt, wenn ihr ihn so einstellt, wie er jetzt eingestellt ist, oder wenn ihr ihn nach oben neigt, dann sitzt ihr ein bisschen kompakter und noch komfortabler auf dem Fahrrad. Wir haben hier natürlich auch ergonomische Griffe an dem Fahrrad und der Lenker, der etwas nach hinten geneigt ist, sodass ihr sehr, sehr komfortabel auf dem Fahrrad sitzt. Der Rahmen selbst ist aus Aluminium gefertigt. Aluminium ist ein sehr solider Werkstoff. Wir haben hier auch ein Zug oben, der durch das Oberrohr hindurch führt, was natürlich die Optik ein wenig aufräumt. Wir haben hier hinten einen Gepäckträger, da könnt ihr natürlich problemlos eure Einkäufe verstauen oder auch Gepäcktaschen dran montieren an dem Gepäckträger. Wir haben hier einen Ständer, so könnt ihr das Fahrrad natürlich jederzeit sicher abstellen. Die Schutzbleche sorgen dafür, dass ihr vor Spritzwasser bestens geschützt seid. Außerdem haben wir hier natürlich den Kettenschutz, so dass ihr euch die Hose nicht dreckig macht. Das Fahrrad ist straßenverkehrstauglich, liegt natürlich zum einen an der Frontleuchte mit dem Frontreflektor, der Rückleuchte mit dem Rückreflektor, den Reflexionsstreifen an den Schwalbe Citizen Reifen und natürlich der Klingel und den Reflektoren an den Pedalen. Die 28 Zoll Laufräder machen das Fahrrad einfach super schnell. Gepaart mit den Schwalbe Citizen Reifen ist das eine super Kombination. Die Reifen eignen sich vor allen Dingen für Asphalt, aber auch für Schotterpisten und natürlich auch für Kopfsteinpflaster. Das schadet den Reifen überhaupt nicht. Die Farbgebung, wir haben hier ein sehr edel anmutendes mattes Schwarz gepaart mit ein paar Grautönen, Grüntönen und natürlich dem weißen Kalkhoff-Zeichen. Die Santur-Federgabel bietet euch natürlich zusätzlichen Komfort. Gerade wenn ihr mal über Kopfsteinpflaster fahrt, federt die das spielend weg. Außerdem haben wir eine gefederte Sattelstütze, die natürlich auch zusätzlichen Komfort bringt. Geschaltet wird mit dem Shimano Alivio 9-fach Schaltwerk. Wir haben hier außerdem den Shimano Alivio 9-fach Umwerfer, haben die 3-fach Shimano Kurbel und hier die Shimano Alivio 3- und 9-fach Schalthebel, die schon mit dem Two-Way-Release ausgestattet sind. Das heißt, ihr könnt hier mit Daumen oder Zeigefinger jeweils schalten. Ihr habt mit Alivio hier wirklich sehr solide Komponenten. Alivio ist Platz 4 der Trekking-Hierarchie von Shimano, also wirklich was sehr Bodenständiges. So habt ihr jederzeit eine gute Schaltperformance, habt 27 Gänge parat. Damit seid ihr für mittlere Touren auf relativ flachen Strecken, aber auch für Gebirge bestens gerüstet, um damit wirklich den Berg hoch und runter zu kommen. Gebremst wird außerdem mit dem Magura HSL hydraulischen Felgenbremsen. Die sind sehr bissig, sind in der Trekking-Szene wirklich altbewährt. Damit habt ihr echt eine tolle Performance. Wenn ihr euch fragt, woher der Strom für die Front- und Rückleuchte kommt, der kommt natürlich vom Namen Dynamo. Außerdem möchte ich nochmal erwähnen, dass das Magazin Aktiv Radfahren dieses Fahrrad empfiehlt als Kauftipp, da es wirklich ein super Rundumpaket ist. Das Kalkhoff Agato XXL 27 lässt sich auf jeden Fall sehen als super Kauftipp. Ihr bekommt es für 799 Euro. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck, kommt in einer unserer Filialen oder besucht uns unter fahrrad-xxl.de.